Wir sind im Wortwechsel nach der Sommerferien. Herzlich willkommen, die hier zuschauen. Ihr seht unsere vier Gäste. Wir haben hier noch ein bisschen Verbindungsprobleme, damit alle eingeklickt sind, damit man alle gehört. Wir fangen aber trotzdem an. Wir hocken alle wieder an diversen Orten in der Schweiz. Und ich würde euch gerne vorstellen, bei mir oben links der Werner Gartenmann, Geschäftsführer von der AUNS im Berner Oberland. Hallo Werner. Hallo, miteinander. Nein, mit Camille Lotte, sie ist Politikwissenschaftlerin seit ein paar Wochen. Sie arbeitet ein paar Wochen im Institut für Politikwissenschaft in Zürich. Sie ist auch Präsidentin der jungen SVP Kanton Zürich. Hallo Camille, kommen wir dann auch noch. Hallo. Und der Lukas Reimann, Jurist, Nationalrat, Präsident von der AUNS, sitzt in Wiel auf der Terrasse. Und Tom. Hi. Lukas. Ja, interessant ist von Camille, sie hat uns vorher gerade ein bisschen erzählt, sie hat einen Berufswechsel gehabt, sie ist ein paar Etagen weiter aufgestiegen. Wie genau? Camille, erzähl uns kurz. Ja, ich bin jetzt fertig mit dem Studium seit ein paar Wochen und habe jetzt aber gerade direkt angefangen an der Universität Zürich zu arbeiten, am Institut für Politikwissenschaft, und bin jetzt eben wortwörtlich von der Hörsaal im Unterstock in die Büro aufgezügelt, ein paar Stock weiter oben. Und dort hat er, also zuerst mal hast du uns noch erzählt, dein Hintergrund als SVP-Politikerin, als Bürgerliche, hat das nicht das Problem gegeben in der Uni? Man würde denken, eine Uni, ein Wort. Ja, wir haben das ja auch schon mal im Wortwechsel diskutiert, wo auch Stefanie dabei war, wo ja auch der Uni ist. Aber nein, bei mir war jetzt eher das Gegenteil, dass sogar man fast froh ist, wenn es mal eine abweichende Meinung hat, die dann eben halt auch das ein bisschen herausfordert oder vielleicht halt auch eine andere Denkweise hat, als das vielleicht ein Grossteil hat. Und ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, wenn man das einbringt. Und ich habe das Glück gehabt, dass man das wertschätzt hat. Ja, das ist gut. Schön zu hören, das, oder? Das ist gut. Du hast noch erzählt, ihr habt gerade jetzt schon im August so ein Projekt in St. Gallen können arbeiten, wo es um Grafik, Typografie, Layout geht. Erzähl. Ja, vielleicht, dass man sich das ein vorstellen kann, was man so als Politikwissenschaftler macht. Man ist also nicht nur bei SRF am Sonntag und tut da Grafiken zeigen. Wir haben etwas ganz Praktisches gemacht. Wir haben Wahlzettel analysiert im Kanton St. Gallen. Und zwar für die Nationalratswahlen und Kantonsratswahlen. Und es ist eigentlich um die Frage gegangen, was bringt es denn, wenn man zum Beispiel der Erste auf der Liste ist? Genau, die Wahlzettel haben wir angeschaut. Also was für einen Effekt hat einfach der Listenplatz, den man bekommt? Weil man weiss, jede Partei wird dann intern ja um jeden Platz kämpft, oder? Was bringt das? Und das andere ist auch ein bisschen das Platzverhältnis. Also die Wahlzettel sehen ja ganz unterschiedlich aus. Und was das für einen Einfluss hat, sollen die Leute eben mehr kumulieren, mehr panaschieren, wenn es mehr Platz hat? Oder ist ihnen das völlig egal? Das haben wir angeschaut. Also ganz praktische Fragen, die dann eben bei den Wahlen dann doch wichtig sind. Finde ich sehr interessant. Ich durfte Typograf lernen, ganz ursprünglich. Und das finde ich natürlich faszinierend. Ja, wir sind ja, ein bisschen erholt, oder ich sage es mal so, der Werner ist jetzt auch wieder erholt von unserer Polit-Tagung in Bern. Bei uns hat am 28. August haben wir sehr interessante Redner gehabt zu Bern auf der Bühne, alles vom Werner organisiert. Es war perfekt organisiert gewesen, es ist perfekt abgelaufen. Es war sehr interessant in Bern. Das ist das erste Thema, wo ich ein bisschen dazu kommen möchte. Wer nicht in Bern ist oder wer sich das nochmal möchte anhören, der kann auf der Website von AUNS, auf auns.ch, kann er die vier einzelnen Redner quasi sich zurückspulen, kann sie kurze Berichte lesen, zum Teil auch das ganze Redeskript lesen und auch das ganze Video von der gesamten Rede sich nochmal anhören.
Wir waren alle in Bern. Was hat euch so bisschen, was ist euch als sehr interessant geblieben? Auch vielleicht ein bisschen etwas, was vielleicht provokativ wäre oder ganz neu oder eine interessante These vielleicht. Wie habt ihr es jetzt im Rückblick auf unsere Polit-Tagung? Frauke Petri, Thilo Sarrazin, Christoph Mörgeli, Christoph Blocher, sind sie Redner ja gewesen. Was ist nicht das vorderste gerade? Das frechste? Das flüssigste? Ich glaube, ich habe es doch noch speziell gefunden, Frau Petri hat ja erzählt, sie war ja schon mal bei der Ounce gewesen und ja, als sie das letzte Mal kam, war es ja recht die Herausforderung gewesen, dass sie überhaupt kann auftreten kann und es hat ja recht zu Tumult geführt, wenn man das so kann sagen. Ja, das auch die Erinnerung an das ist dann schon noch, hat man schon fast wieder vergessen gehabt, aber dass sich natürlich das politische Klima nicht geändert hat, das muss man sich auch bewusst sein. Sie hat, glaube ich, das mal einfachere Bedingungen gehabt, aber ich glaube, die Freude von der Linken war trotzdem immer noch gleich klein wie letztes Mal. Ja, Werner, hast du eher mit dem Thilo Sarrazin ein bisschen Mühe gehabt oder ist dort jetzt auch entspannt gewesen? Also wichtig ist für mich, das habe ich nicht alleine organisiert, das ist eine Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und mit meinen Mitarbeitenden, mit Sandra Flück und Haufen Leute müssen da mitmachen, damit man so einen Anlass herbringt. Das mit der Frauke Petri ist eigentlich so ein kleiner Zufall gewesen. Ich habe mal so einen, das muss ich jetzt gleich auf meine Kappe nehmen, so einen Geistesblitz gehabt, dass es genau 5 Jahre her ist, dass sie, wie Gami gesagt hat, unter schwierigen Verhältnissen in die Schweiz können eingeflogen werden. Wir müssen das Lokal wechseln. Sie war dann AfD-Präsidentin. Sie war sehr umstritten, gewesen, schon in den Medien, für unsere Medien-Scharia, ziemlich geschlossen worden. Und sie haben auch sofort zugesagt, und wir sie gefragt haben. Und das, was Gami gesagt hat, hat ja sie selber gesagt. Also sie gibt es dieses Jahr zur Amts gekommen. Sie steht nicht mehr so im Mittelpunkt. Sie ist auch aus der AfD ausgetreten. Sie wird auch nicht mehr antreten in 2 Wochen bei den Bundestagswahlen. Sie ist eigentlich aus dem Schussfeld rausgekommen. Aber was sie gesagt hat, das hast du auch richtig gesagt, gar mit die Linke, der ganze Mainstream und Scharia-Medien-Dings da, der ist natürlich gleich scharf geblieben. Und sie hat sehr interessante Thesen aufgestellt. Da kommen wir vielleicht dann noch darauf zurück. Der Thilo Sarrazin war ein bisschen sicherheitsmässig eine Herausforderung. Wir sind nicht so ganz sicher, wie unsere Freunde reagieren, dass sie so die mit der Farbe schwarz. Das haben wir nicht gewusst, aber es ist schlussendlich alles gut gegangen. Der Christoph Mörgli hat in meinen Augen hervorragende Übersicht gegeben, was eigentlich Souveränität ist. Vor allem, was aus Schweizer Sicht Souveränität ist. Das ist nicht immer allen klar. Und der Christoph Blocher hat es in meinen Augen hervorragend gemacht als Amtsgründungspräsident. Er hat eigentlich Downs als wirklich der Fels in der Brandung dargestellt, wo die Souveränität für unser Land muss aufrechterhalten muss. Darf vielleicht daran erinnern, Downs hat 1992, und das hat er auch gesagt als Gründungspräsident, Downs einen wesentlichen Teil gehabt, dass wir können Drehwert, den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum verhindern. Das wäre ein Souveränitätsverlust gewesen. Und dieses Jahr haben wir während Jahren können Druck aufbauen, dass dieses Jahr der Bundesrat von sich aus die Verhandlungen über das ominöse, schädliche, sanitätswidrige EU-Rahmenabkommen abgebrochen. Also, und das ist schon noch witzig gewesen, wenn er das dargestellt hat. Danz lebt nach 35 Jahren. Wir haben dieses Jahr 35. Geburtstag. Danz ist 1986 gegründet worden. Uns gibt es immer noch. Ein UBS, wo der Christoph Blocher rausgeschossen wurde ist in 92, weil er gegen Ewer ist, gibt es nicht mehr. Es gibt keine Bank mehr, die Bankgesellschaft, muss ich sagen, nicht UBS, Entschuldigung, Bankgesellschaft und Haufen Politiker und Medien, die dann gegen uns geschossen haben, gibt es heute gar nicht mehr. Das gibt es noch nach 35 Jahren. Aber wir sind uns alle bewusst, dass der Kampf weitergeht, dass wir nicht dürfen hindern lehnen. Und das Rahmenabkommen, die Geschichte ist überhaupt noch nicht gegessen. Hat in Bern erfahren, das ist jetzt einfach aus dem Nähkästchen geplaudert von uns, dass du, Werner, die Auns wirst verlassen, dass die Auns einen neuen Geschäftsführer sucht, dass man da vielleicht zusammengeht mit der EU-No-Organisation.
Gibt es da schon Infos, Lukas? Du wirst mir sagen, nein. Aber Lukas, was sagst du zu diesen Wechseln, die da kommen? Ja, also zuerst möchte ich der Kami herzlich gratulieren zum Studiumsabschluss und ich bin natürlich dann sehr interessiert, ob der Listenplatz eine Rolle spielt. Ich habe mich da in St. Gallen von weit hinten nach vorne müssen kämpfen. Und dann möchte ich Werner ganz herzlich danken für die super Organisation von dieser Tagung. Es schallt bei mir momentan ziemlich häufig das Telefon und es wollen alle wissen, was ist jetzt, was läuft. Aber ich kann und will auch nicht mehr jetzt sagen. Also wir haben am Montag eine Vorstandssitzung und der Vorstand wird dann dort entscheiden, in welche Richtung dass es weitergehen soll. Man soll Gespräche führen mit EUNO, wer in Frage käme für den Werner. Aber es ist ganz klar, dass der Werner einen guten Job gemacht hat, einen herausragenden Job gemacht hat. Und das ist nicht so einfach zu ihn ersetzen. Du kannst da nicht einfach irgendwie ein Inserat machen, ausschreiben und dann hoffen, es kommt jemand gut, sondern du brauchst wirklich jemanden, der auch politisch das Denken und das Wissen hat, wo der Werner hat, und das ist eine grosse Herausforderung für uns jetzt. Wir sind gespannt. Merci vielmals, Lukas, für den kleinen Einblick. Wir sind gespannt. Ich möchte auf eine interessante These noch zurückkommen von unserer Polit-Tagung. Frauke Petri hat das Wort Sezession vorgenommen. Sie sagt, freiheitsliebende Regionen, kleine Regionen, möchte sich gerne ausklinken, spielen ein bisschen mit Eigenständigkeit. Sie hat erwähnt, dass in Liechtenstein haben sie seit kurzem in der Verfassung, dass jede Gemeinde in unserem Ländle da in Liechtenstein hat das Recht auszutreten aus Liechtenstein. Interessant. Und sie sagt ja, die Schotten möchten ja eigentlich sich trennen von Großbritannien, Katalonen möchten aus Spanien raus. Was sagt ihr zu diesen Ideen? Gut oder heikel? Ich finde es ein bisschen heikel. Ich weiß nicht, ob die Frage, wir müssen das mit ihr noch ein bisschen weiter vertiefen. Eins darf man nicht vergessen: Katalaner wollen sich trennen vom Zentralstaat Spanien. Ich habe aber nie gesagt, dass sie sich trennen von der EU. Und bei den Schotten, die wollen von den Engländern sich trennen. Das ist eine tausendjährige Geschichte, kennen wir. Braveheart-Film, Stichwort. Und die Schotten haben ganz klar deklariert, und jetzt zuletzt nach dem Brexit, sie wollen bei der EU bleiben. Oder? Und als Schweizer habe ich natürlich auch ein bisschen Problem. Also ich möchte eigentlich nicht, dass ein Kanton abspringt. Also die Kohäsion von der Eidgenossenschaft sollten wir schon beibehalten. Was natürlich interessanter ist, dass es das Vereinigte Königreich geschafft hat, aus der EU zu treten. Und wir sind noch nicht drinnen. Und es wäre jetzt natürlich spannend, wenn wir das Gegenmodell zu dem zentralistischen Brüssel noch mehr Nationalstaaten gewinnen, wo würde das Gegenmodell aufstellen. Aber ob das der Weg ist, dass man Regionen auslöst, weiss es nicht. Aber man kann darüber ergebnisoffen diskutieren. Der Ansatz ist schon mal nicht schlecht. Es zeigt ja, dass die Regionen genug haben vom Zentralismus und von der Gewalt von oben ab. Das dünkt mir der interessante Mechanismus. Oder? Aber es ist die Frage, was die obere Gewalt ist. Und da habe ich wieder ein bisschen die Hoffnung, dass sich in diesem Europa die Entwicklung geben könnte, dass man sagt, wir wollen weniger Zentralgewalt aus EU-Brüssel. Das wäre vielleicht eine Chance, eben nicht zuletzt, um ein Gegenmodell können zu entwickeln mit Partnern zusammen. Wäre so Idee gelöst in Brüssel, Lukas? Also ich finde es sehr spannende Diskussion und ich meine grundsätzlich, auch wenn ich als Schweizer neutral bin, und das habe ich auch müssen, den Katalanen, die haben zum Beispiel einen Botschafter in Bern, der quasi Katalonien vertritt, und dem habe ich auch müssen sagen, die Schweiz kann sich da nicht jetzt auf die eine oder andere Seite schlagen. Wir können höchstens versuchen zu vermitteln, zwischen eurer Regierung und der spanischen Regierung. Aber was man schon muss festhalten, ist, dass Kleinstaaten grundsätzlich erfolgreicher sind als grosse Staaten. Also, dass kleinere Staaten näher sind bei der Bevölkerung, näher bei den Leuten, näher bei den Problemen der Leute und vielleicht unbürokratischer und auch weniger mit einem Machtgefälle entscheidet. Und von dem her finde ich schon gut, wenn es kleinräumige Staaten gibt, die beweisen ja bestens, dass sie neben der Grossmacht auch existieren
Das ist sicher ein Grundsatz, den wir haben, oder? Je kleiner, desto näher bist du am Problem, oder? Subsidiarität, schwieriges Wort, aber genau dort, ja. Ja, der Politherbst ist vor uns. Die Herbstsession, nächste Woche, gell, Lukas? Geht's los, ja. Oder? Was kommt da so auf uns zu, was da uns könnte interessieren? Also es hat einige außenpolitische Schwerpunktthemen drauf. Es ist zum Beispiel der Migrationspakt wieder drauf, wo jetzt aber Gott sei Dank eine Mehrheit von der Kommission empfiehlt, sie stieren. Also mal abzuwarten, bis der Bericht vom Bundesrat kommt zum Softlaw und ist dann neu darüber zu reden. Das heisst nicht, er ist völlig vom Tisch, aber man gönnt zumindest mal ein paar Jahre, wo er sicher nicht unterzeichnet wird von der Schweiz. Dann haben wir ganz viele Vorstöße zum Thema China, hochdelikate Vorstöße, wo ich beide Seiten sehr gut kann verstehen kann. Ich meine, einerseits finde ich es überhaupt nicht okay, was in China abgeht. Andererseits ist die Schweiz ein neutrales Land und kann sich wahrscheinlich nicht so fest gegen so eine Grossmacht stellen als Kleine. Aber da sind x Vorstöße hängig, Beziehungen Schweiz-China, Beziehungen Schweiz-Taiwan und wie sich die Schweiz da stellen soll. Dann ist Kohäsionsmilliard wieder ein Thema. Dann Schengen-Erweiterung, Eurodac, Frontex, ob die Schweiz das mitfinanzieren soll, Grenzsicherung von der Europäischen Union. Und dann haben wir noch also ein paar einzelne Vorstöße. Mit einem möchte ich zum Beispiel, dass Parlamentarier nach EO zahlt würden, also so wie Soldaten, und nicht mehr mit einem Fixlohn. Man sollte alle Milizämter in dem Sinn gleich behandeln. Und der wird wahrscheinlich nicht durchkommen, aber wird sicher zu reden geben. Also gibt es jetzt schon viel zu reden. Es ist immer lustig, wenn Parlamentarier sich selber über irgendwelche Entschädigungen beschließen. Immer sehr interessant. Es ist auch ganz kurz, jetzt mit Afghanistan ist die Frage aufgekommen, die Schweiz braucht Transportflugzeuge, und zwar von links und rechts. Und einer hat nachher gesagt, der Hutter, ja, wenn schon, müssen wir zwei haben, weil eins muss ja dann ein Ersatz sein und so. Ist das, also wird man noch ein bisschen über Transportflugzeuge für, ich meine jetzt im Sinne von Schweizer Armee, so Armeetransportkästen, wird man über das noch diskutieren? Also ist wahrscheinlich, es werden sicher diese Session Vorstösse eingereicht, die das verlangen. Aber wir sind natürlich noch nicht so weit, dass da jetzt gerade auf der Traktandenliste wäre. Aber ja, es ist sicher eine Überlegung wert. Ich meine, die Schweizer Armee muss für die Einsätze, die sie hat, braucht sie auch die besten möglichen Mittel dazu. Andererseits frage ich mich dann halt schon, also die Leute, die wir da alle sind geholt in Afghanistan, das sind ja viele gar nicht Schweizer, sondern die haben nur für das DEZA gearbeitet und haben aufgrund von dem dann den Status bekommen, dass sie in die Schweiz dürfen kommen. Und das finde ich also schon ein bisschen fragwürdig, wenn Schweizer internationale Organisationen Leute von Einheimischen anstellen, dass die nachher gerade alle in die Schweiz kommen. Herr Kamil, brauchen wir Transportflugzeuge? Das ist jetzt echt eine Frage, die ich hoffe, dann fragt sie mich nicht, weil ich glaube, es ist so ein bisschen aus der Weite, aus das Beurteilen, finde ich wirklich recht schwierig. Und darum bin ich auch gespannt auf die Vorstöße, die dann vielleicht jetzt in der Session kommen, was man da alles meint zu wissen. Ich finde es wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, was ich sicher mal abwarten würde, ist sicher mal auch Einschätzungen aus der Schweizer Armee. Ich glaube, die Stimmen hat man noch sehr, sehr wenig gehört im Moment. Man hat sehr viel laute Forderung gehört nach Aufnahmen, eben von Flüchtlingen zum Beispiel, humanitäre Hilfe und. Aber so ein bisschen die militärisch-sicherheitspolitischen Meinungen sind ja noch sehr, sehr wenig im Diskurs eigentlich aufgekommen. Werner, du hast ja ziemlich Dienststage in deinem Dienstbüchli am ja, nicht bei Luftwaffen. Aber das ist so, oder für mich ist das so eine Symbolikdiskussion. Das Transportflugzeug, ihr könnt euch erinnern, wir haben da so über spanische Zwei-Propeller-Maschinen, dann bei den Swissco-Einsätzen geredet. Das kommt immer wieder. Es ist immer bezeichnet, aus welchem Ecke das es kommt. Es kommt aus dem Internationalisten-Ecken raus, die gegen die Neutralität sind. Und jetzt kommt es sogar von Linken, die plötzlich einen militärischen Lufttransporter wollen und aus der Mitte. Und man muss sich, also ich bin einfach immer überrascht über die Naivität. Es wäre kein einziges deutsches, europäisches oder schweizerisches Transportflugzeug geflogen,
ohne den robusten, ich betone, den robusten militärischen Einsatz der Amerikaner. Wir diskutieren jetzt nicht, ob der Abzug richtig schlecht organisiert ist. Aber sie haben es hergebracht, 6'000 Elitesoldaten auf Kabul runterzufliegen, um den Flughafen zu sichern. Sonst wäre dort kein einziges Flugzeug gelandet, noch geflogen. Oder jetzt kommen wir und sagen, wir brauchen militärische Transporter. Also das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und was mir mehr Sorgen macht, ist, ich mache mit euch einen Wett, jeder Stammtisch in der Schweiz hat gewusst, dass die Taliban in der kürzesten Zeit auf Kabul säckeln, wenn die Amerikaner und NATO absäckeln. Nur unsere Behörden waren überrascht. Wie Überraschung sei. Ich möchte nicht einmal die Nachrichtendienste kritisieren, mit den Diskussionen der anderen europäischen Länder. Die ist wahrscheinlich gewusst, aber ich frage mich, wo geht die nachrichtendienstliche Information oder von den NGOs, von den Hilfswerken vor Ort sind, wo geht die Informationen her? Unsere Behörden haben exquisit gepennt. Wir warten bis zum letzten Moment, wo der letzte Amerikaner absäckelt, dann kommt dem in Sinn, wir hätten noch Landsleute oder solche Leute, die uns geholfen haben, sollte man den evakuieren. Wenn man es bei Zeiten gemerkt hat, und nochmal, jeder Stammtisch in der Schweiz hat gewusst, die Taliban sind in der kürzesten Zeit in Kabul. Nur unsere Behörden sind überrascht, dass es so schnell gegangen ist. Und jetzt brauchen wir Transportflugzeuge. Was mir mehr Sorgen macht, ist das Gouverne. Ich habe das heute bekommen. Oder so an. Stopp F-35. Oder? Wir sind ein neutrales Land und in der Verfassung, Artikel 2, steht, die Sicherheit der Bevölkerung, die Unabhängigkeit des Landes ist zu garantieren und zu schützen. Für das brauchen wir die Armee. Und unsere Luftwaffe droht, zu einem Museum zu werden, wenn wir jetzt uns nicht auf die Socken machen. Das Volk hat klar gesagt... Jetzt ist es aber nicht so, bist du auf der Adressliste von der XOA. Das sind meine Sensoren. Sensoren. Das musst du musst mal so ein Gouverne bekommen, dann spürst du es. Das macht mir Sorgen. Oder? Da müssen wir jetzt Gas geben. Und ich sage euch, ey, die Abstimmung, ich will nicht über den Typ reden, das überlasse ich den Spezialisten. Aber diese Abstimmung haben wir noch nicht im Trocknen, oder? Und jetzt wird ein riesen Klamauk gemacht wegen diesem Typ. Was ist das Beste? Es ist das modernste Flugzeug, am längsten könnte im Einsatz bleiben. Aber lassen wir das. Da müssen wir kämpfen. Und vermisse ich das Ablenkungsmanöver mit dem Transportflugzeug. Oder? Da müssen wir dahinter. Ja, du bist mein Präsident, Lukas. Warum bin ich auf der XOA-Liste? Also ich zahle keine Beiträge. Also da bin ich sauber. Da bin ich beruhigt. Gut. Aber man muss die Fühler draussen haben, wie du sagst, Werner. Wie du sagst. Jetzt wird ich gestrichen auf der Liste, jetzt wissen sie es. Oder du bekommst noch viel, viel mehr Post. Oder noch mehr, ja. Vielleicht sogar noch Besuch an der Haustür. Ja, wir haben wir haben auch kürzlich gelesen, das parlamentarische Grüppli ist 2 Tage lang auf Brüssel geflogen, zum Brüssel, ich weiß jetzt auch nicht genau, besänftigen, oder was haben sie gemacht? Es hat geheißen, im Blick jetzt geheißen, die Abwärtsspirale stoppen. Dann habe ich mich schon gefragt, ja, kommt halt darauf an, mit welcher Brille du das anschaust, ob es jetzt eine Abwärtsspirale ist oder nicht. Und Gerhard Schwarz in der NZZ vom Dienstag hat geschrieben, die EU hat halt weiterhin ihre Mischung im Moment aus Schmollen und Machtgebaren. Und die EU, die erwartet jetzt scheinbar Vorschläge von unserem Grüppli oder von unserer Schweiz, ja, weil wir sie ja vermasselt haben, da, der Rahmenvertrag, erwartet die EU von uns neue Vorschläge. Ja, wenn ihr jetzt in diesem Grüppli wäret, was würdet ihr jetzt aus dem Bauch raus in dem Fall für neue Vorschläge bringen? Das Grüppli hat wahrscheinlich einfach geplaudert und einfach Socializing, also so ein bisschen, ja, zusammen Smalltalk gemacht, ist auch wichtig. Aber was hättet ihr denn für neue Vorschläge gemacht? Und die EU steht irgendwie da und sagt so, kommt. Ja, es ist schon eine Frage, ob es neue Vorschläge wirklich geht. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass ein paar von unseren Parlamentariern eigentlich fast direkt mit Brüssel telefoniert haben, schon vorher. Und eigentlich hat man das Gefühl gehabt, man hat 1:1 von denen nachher die EU-Wünsche als Forderung gehört. Und ob das jetzt ein bisschen wirklich anders ist, stelle ich da schon in Frage. Ich glaube, es geht mehr darum, dass man jetzt eigentlich
als Schweizer Vorschlag das bringt, was die EU hat wollen. Und das ist ja nicht ein eigener Vorschlag, sondern den haben wir ja schon lange. Wir wissen ja schon lange, was sie wollen. Das ganze Spiel nochmals in diesem Fall. Vielleicht kann der Lukas noch dazu etwas sagen. Ich finde es einfach gut, Bernd, du hast gesagt, der Schweinerei, dass eine Parlamentarier-Delegation quasi offiziell auf Brüssel geht und empfangen wird vom, wie heisst der Mensch, Kommissionsvizepräsident Maro Sefcovic. Und man sagt, wir gehen deeskalieren. Es gibt gar nichts deeskalieren aus der Schweiz. Wir haben gesagt, wir haben ein schlechtes Abkommen, das geht für uns nicht aus Souveränitätsgründen aus. Es gibt noch ein paar arbeitsmarktpolitische Gründe, aber das Hauptding ist Souveränität. Es geht auch Parlamentarier, gehen gross schauen. Wir wollen Kohäsionsmilliarden sprechen, eine Geste des guten Willens schaffen. Ich finde das ein Unding. Das ist ein Rückenschuss in die Regierung hinein, dass man jetzt das Parlamentarier sich gegen gross artig aufspielen und man ist ja bezeichnet, wer der Delegationschef ist. Das ist der Herr der Herr Nussbaum. Oder? Das ist ein absoluter EU-Fundi, oder? Der will schon lieber gestern schon in der EU sein und dort mitmischen. Und dann wird das da als offizielle Schweizer Delegation brandmarkt. Und wie gesagt, ich finde das einfach, dass der Bundesrat hintergangen, das ist die Strategie von der Schweiz hintergangen. Aber vielleicht, Lukas, du bist Parlamentarier, du spürst das vielleicht besser, was da dahinter steckt. Unglaublich. Das sind ein paar einzelne Politiker, die sich die Frechheit nehmen im Namen vom Volk und vor allem mit dem Geld vom Volk auf Brüssel zu reisen und dann das Geld, das Steuergeld vom Volk wollen in Brüssel ausgeben. Und das sind schon altbekannte Namen, die auf dem Grüppli waren, wie der Erich Nussbaumer, der natürlich bei den EPS ist, also die am liebsten sofort in die EU möchten. Und es ist nie gut, wenn die Politiker zu lange in Brüssel sind, weil dann sehen sie ganz viele Schöppli, die gut bezahlt sind und von niemandem überwacht werden und wo sie nachher noch mehr Lust bekommen, dass sie eben die Schweiz möchten in die EU führen. Und darum bin ich da skeptisch. Aber es ist wirklich eine Frechheit, im Namen vom Volk und im Namen von der Schweiz dort runterzureisen, obwohl du keine Legitimation hast. Es gibt keinen Beschluss, dass jetzt die Parlamentarier müssten dort runtergehen. Und ich glaube, es gibt da kein Problem. Also die EU ich bin sogar überrascht gewesen, wie ruhig das sie geblieben ist nach dem Rahmenabkommen. Nein. Und von dem her gibt es einen Grund. Könntest du, Lukas, ein Grüppli um dich nehmen und auf Brüssel fliegen und mit dem Blickjournalist und so? Und also darf da jeder von euch? Also wenn ins Büro übergeben und so? Nein, also das mit Spesen und so, da muss dann schon bewilligt sein vom Büro. Das kann ich nicht bringen. Ich bin ja selber in der European Alliance of EU Critical Movements, also so EU-Kritiker aus ganz Europa, die sich ab und zu hören, treffen. Aber dazu, auch der Werner und ich sind einmal auf London an einer Brexit-Demo. Und da haben wir alle den Flug selber gezahlt und das Hotel selber gezahlt. Also weder Bounce noch der Schweizer Steuerzahler hat das irgendetwas gekostet. Wo wir das gemacht haben, aber ich finde es gleich gut, dass sich die EU-kritischen Kräfte eben irgendwo auch vernetzen und miteinander reden. Aber du könntest das als Reisli und dann einen Artikel in unseren Medien auch durchziehen? Ich glaube, wir haben es dort wollen, Medien bringen, aber es ist von den Medien weitestgehend ignoriert worden. Wenn ich einen guten Draht habe zum Nationalratspräsidenten, zum aktuellen, hätte ich sogar einen guten Draht, zum Resebi. Der hat die Kompetenz, um mir irgendein Reisli zu bewilligen. Also wenn der würde stempeln, okay, das ist wichtig für die Schweiz, dass du da gehst, dann könnte ich es, glaube ich, auf Spesen nehmen. Aber ich habe also in meinen ganzen 14 Jahren Bern nie irgendeinen Rappen Reisespesen gehabt. Das ist, Also unabhängig von irgendwelchen Spesen, dann müssen wir mal, wir haben eben das Wort Abwärtsspirale und das Negativistische, man könnte ja ein Gegenreisli machen und einfach Brüssel auf einmal sagen, nochmal wiederholen, oder? Was sie im Sommer haben gehört. Ja, es ist interessant, was abgeht. Wir schauen noch zum Schluss noch ein bisschen in unser nördliches Nachbarland. Deutschland stolpert auf die Wahlen zu. Es ist eine interessante Debatte. Es ist eine Debatte, die auf und ab geht. Ich als Medienmacher finde das zum Beispiel interessant. Die Deutsche Bild hat etwas gemacht, ja, Was man in der Schweiz auch schon mal gesehen hat. Die Deutsche Bild sagt, Annalena Baerbock, hast eine Woche Zeit, um dich vorzubereiten. Und du bekommst eine ganze Seite im Bild, in der Bild, um deine politischen Standpunkte
zeigen und wir tun da nicht, nicht kritisch und so. Und sie hat keine Zeit gehabt, wochenlang, um ihr deutschen Bild ihre Standpunkte. Und nachher hat Bild halt gesagt, ja gut, also so ein bisschen selbstironisch, die Seite ist reserviert und jetzt drücken wir sie halt einfach weiss aus. Weltwoche hat damals etwas Wunderschönes gehabt vom Bundesrat Leuenberger. Eine weisse Seite der Weltwoche und unten rechts ein Bild, wie er so schmolzt, der Herr Leuenberger. Das hat mir gefallen. Das ist schon lange her. Was würdet ihr sagen, also wie die Wahl rauskommt? Es gibt viele, die sagen, in Deutschland, das kommt auch eh nicht drauf an. Es bleibt alles beim Alten, beim miesen Alten, wo wir haben. Aber der Einfluss, den das hat, auf Europa, auf die Schweiz und so, sind wir jetzt seit ihr am Abwarten und halt schauen? Oder habt ihr gewisse Szenarien, die so ein bisschen, wo ihr euch schon überlegt? Ja, also ich meine, am Beobachten, ich glaube, was grundsätzlich sowieso einfach schon interessant ist, dass das natürlich so krass auf die Personen, auf die Kanzlerkandidaten fokussiert wird, obwohl die ja nicht direkt vom Volk gewählt werden. Und das vergisst man oft, man hat einen total anderen Eindruck eigentlich. Und das ist natürlich schon spannend zu schauen, wie stark personenfixiert das sicher einmal ist. Und wie man halt das ganze Wahlresultat eigentlich an diesen Personen versucht, im Endeffekt auszumachen. Ich glaube, wir müssen sicher mal noch abwarten, wie sich das entwickelt. Aber wir haben auch bei der Amtstagung auch schon gehört, wenn da natürlich Rot-Rot-Grün wird geben im Endeffekt, dann wird es doch für Schweizer Sicht sicher problematisch, glaube ich. Also ich glaube, das wird dann zu mehr Konflikt führen. Andererseits, Frau Merkel, was hat sie gemacht? Sie ist da gewesen, sie hat verwaltet, das ist eine Kanzlerschaft des Nichtstuns. Und ja, darum wird es sicher eine sehr, sehr spannende Zeit, jetzt mal die Veränderung zu sehen. Bist du, Lukas, mit irgendwelchen deutschen Kollegen ein bisschen über das reden? Ja, also ich verfolge es natürlich genau und ich kenne ein paar Leute, vor allem ja, AfD und deutsche FDP auch. Ein paar Einzelne hier im Süddeutschen, gerade auch nicht der Grenze noch von der CDU und CSU. Aber also ich verfolge schon mit Sorge, weil die Linken sind in Deutschland unglaublich stark. Und wenn es jetzt einen Wechsel gäbe, so grün, rot, rot, grün oder rot, rot, grün, dann würde sich das schon negativ auswirken auf Beziehungen Schweiz-Deutschland, da bin ich ziemlich sicher. Beim Herrn Laschet, mein Tipp ist immer noch, dass er, auch wenn er jetzt in der Umfrage glaube nicht mehr vorne ist, ich habe das Gefühl, er wird am Schluss die meisten Stimmen haben, weil er so ein bisschen für Kontinuität steht. Das geht einfach so weiter wie bisher. Dann wird es einfach so weitergehen wie bisher. Da werden dann nicht viele Überraschungen kommen. Aber die grosse Frage ist, glaube ich, schon lange für CDU, FDP und vielleicht noch Freie Wähler. Oder geht es nach links oder bleibt die grosse Koalition? Und das ist wahrscheinlich völlig offen. Ja, da letzte Karikatur gesehen, ist, glaube ich, noch bezeichnend. Oder die deutsche Regierung mit den zwei regierenden Volksparteien, wenn sie überhaupt noch Volksparteien sind, CDU und SPD, wollen mit den Taliban reden. Sie wissen nicht gerade als Regierung anerkennen, aber mit den Taliban reden. Aber die CDU von der SPD reden wir gar nicht, die CDU mit der AfD reden wir nicht. Oder? Und wenn man die AfD nimmt, die wird schlichtweg nicht ernst genommen, obwohl die AfD ja etwas symbolisiert in Deutschland. Unzufriedenheit und auch Befürchtungen, Migration oder der einfache Büzer, berndeutsch gesagt, wo die Rente gefährdet sieht und so. Das ist das Auffangbecken der AfD, mit denen redet man nicht. Die bekämpft man mit Verfassungsschutz und weiss der Kuckuck was, aber mit den Taliban, die reden. Also ich glaube, Deutschland ist irgendwo schon ein bisschen in die Profillosigkeit gefahren worden. Oder? Und Laschet, dann geht es einfach gleich weiter wie jetzt. Vielleicht ein bisschen besser als mir graut von Rot, Rot, Grün. Es ist ja interessant, die extreme Linke, ich meine da die Ex-DDRler, die sind nicht bestritten. Von denen redet niemand. Die dürfen da sich, die sind akzeptiert.
Aber die AfD, es hat ja überall Spinnsicht, auch bei den Linken in der Mitte oder rechts denen, oder? Aber die AfD hat ganz normale Leute, und vor allem das Elektorat, das die Partei demokratisch gewählt hat, die tut man systematisch, vor allem das Tragische ja, von den öffentlich-rechtlichen Medien, einfach wegsprengen, wegdrücken, entsorgen. Das darf nicht sein. Und da macht einem ein bisschen Sorgen. In der Schweiz auch so Tendenzen, oder? Noch nicht ganz so schlimm, aber passen wir auf. Mir ist zwei, drei Mal noch so ein bisschen durch den Kopf, dass die Umfragen irgendwie in eine gewisse Richtung zeigen. Ich denke an Trump, als er damals ist gewählt wurde, oder? Und alle haben schon Champagner vorgeholt und so. Und plötzlich hat es dann gar nicht gestimmt mit der Umfrage, sondern hat einfach die Bevölkerung letztlich nach einer durchgegeben, was sie denkt. Und alle waren unglaublich überrascht. Und Brexit ebenfalls. Ja, Brexit, dasselbe, genau. Und oh ja, genau, Australien und so, oder? Die Silent Majority, die schweigende Mehrheit, sie schweigt. Sie gibt vielleicht auch im Telefon vor Wahlumfrage etwas anderes an, als sie nachher wirklich macht. Und vielleicht haben wir dann in unserer Rangliste da die AfD plötzlich viel weiter vorne, als man gedacht hätte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Wahlen in Deutschland. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Was habt ihr noch? Habt ihr noch etwas beobachtet, was in den letzten Tagen ist gelaufen? Ja, was mir einfach Sorgen macht, ich weiss, oder? Uns nimmt man einfach die Freiheit zum Leben irgendwie. Und wenn ich einfach ein Schlagzeile wieder hier da, oder? EU will Schweizer Bergbahnen das Fondue in der Gondel verbieten. Offenbar gibt es da irgendwie so eine hohe EU-Richtlinie, die das verbietet, dass man geschlossene Seilbahnkabinen darf ein Feuer machen. Und ihr wisst, wir kennen so ein Berner Oberland, das wird gemacht, das ist noch nie eine Gondeln abgefackelt, sagen wir Fondue. Und jetzt hat man das Bundesbär doch das Gefühl, wir sollten langsam die EU-Richtlinie vielleicht auch im Sinne einer guten Geste, wie EU-Brüssel, sollte man das umsetzen. Da muss ich einfach sagen, Herrgott, noch einmal, wo führt das her? Oder? Wir als Land können wir nicht mehr machen, was wir gerne möchten. Als Bürger können wir nicht mehr machen, was wir wollen. Und da, das macht mir Sorgen. Also die Schlagzeile, klar, es ist kein existenzbedrohendes Thema, aber es zeigt einfach, dass es Leute gibt, die gut verdienen, irgendwo am grünen Tisch, irgendwo in einem Stahl-Glas-Betonbau hocken und solche Stuss erfinden und das nachher über uns Bürgerinnen und Bürger drüber stülpen. Und dann tut man uns noch vermitteln, wir sind in einer freiheitlichen Gesellschaft. Also, Herrgott, da müssen wir wirklich aufpassen und einfach den Mut haben, gegen Druck zu geben. Ich weiss, es ist ein heikles Thema, aber wir müssen auch aufpassen in der Gesundheitspolitik. Oder? Es gibt ja da so einen Käfer, wo man geistert. Ich gehöre nicht zu denen, die alles schlecht finden, was Behörden machen. Ich gehöre auch nicht zu denen, die das Virus verleugnen. Aber wir müssen schon langsam aufpassen, dass wir uns nicht einfach so in Watte abgeburt einpackt. Und sagt, es darf nichts passieren. Der Staat, der übermächtige Staat, was wir ja auch schon hatten in diesen kommunistischen Staaten und China heute, oder? Also, das finde ich dann schon nicht mehr als Schweizer und als bürgerlich-freiheitlich eingestellter Mensch nicht mehr strebenswert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, da meine Mitkolleginnen und Kollegen. Fondue in der Gondelbahn, oder? Ich habe, als ich letztes Mal im Wortwechsel war, hast du auch gefragt, ob wir irgendwie etwas noch als Anekdote zur EU haben. Und ich habe dir damals gesagt, dass es doch immer so aufregt, wenn man das Raclette-Öffeli auf dem Tisch hat und das Kabel ja so kurz ist. Dass du dann immer das Verlängerungskabel brauchst, das noch 3 Meter lang ist. Und dass das auch eine EU-Norm ist, die das beschränkt, dass irgendwie das Kabel von elektrische Tischgeräte nur darf irgendwie so lang sein. Und das passt jetzt eigentlich gerade zum Fondue in der Gondel. Geht in die gleiche Richtung, oder? Die Überbürokratisierung von unserem Alltag. An mich hat es sich erinnert an die dänischen EU-Gegner, die haben gegen den Euro bekämpft haben mit Erfolg, haben sie einen Slogan gehabt: Dänemark braucht das Seilbahnengesetz von Brüssel. Und ich finde es schon noch bezeichnend, dass jetzt irgendwie
in Brüssel, wo glaube 350 Meter über Meer ist, aber man sicher keine Seilbahnen hat dort, in Ländern wie der Schweiz aufzwingen, wie sie ihre Bergbahnen führen oder eben nicht führen. Und das zeigt ein die ganze EU, wie Fehlkonstruktion funktioniert und sich selber am Leben hebt. Das Lugano-Übereinkommen wäre ein anderes Beispiel, das aktuell ist, wo jetzt den Briten verweigert wird, dass man Gerichtsentscheid vollziehen kann in einem anderen Land. Und also zeigt dann auch die EU, denen geht es mehr um Macht, als darum, dass man grenzüberschreitend irgendwie könnte zusammenarbeiten. Ich hoffe ja mal, dass wir genug Bergbänder haben in der Schweiz, die rebellisch einfach weitermachen, was das Leben schön macht für uns. Ein Protestfondue. Genau. Also Werner und ich sind die Woche schon mal Seilbahn fahren. Ja. Ja. Hey, ich freue mich vom Winter. Kann man auch im Sommer machen. Ja, kann man im Sommer machen, aber im Winter machst du halt das, gell, in Adelboden. Ja. Fährst du da rauf, ganz lang, und die Fondue, die wird müssen sein. Ich danke euch vielmals. Camille, Werner, Lukas, seid ihr da gewesen? Wir werden weiterfahren in 2 Wochen mit dem Wortwechsel. Wieder 17.30 Uhr. Ihr werdet auf der Website von Auns, der auns.ch-Website, werdet ihr sehen, wer dabei wird sein. Ihr könnt permanent mailen, als E-Mail wortwechsel@auns, um irgendwelche Fragen zu stellen. Schweizer Eigenständigkeit, Schweizer Freiheit, Neutralität, das sind die Themen von unserem Wortwechsel. Jetzt wünsche ich euch einen guten Abend, morgen der letzte Tag der Woche. Ein gutes Wochenende und es lebe die Freiheit. Adieu miteinander. Merci. Adieu.